Hi, mein Name ist Patrick. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter bei 100% Mensch. Und wir sind in ganz Deutschland unterwegs und haben diese Projektstände. Und überwiegend helfen wir uns halt ehrenamtliche MitarbeiterInnen mit. Ich bin einer von denen. Das Projekt 100% Mensch ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die Gleichstellung von andersgeschlechtlichen und anderen Sexualitäten einsetzt. Wir machen sehr viel Infomaterial in dem Bereich und ja, das ist so unsere Hauptaufgabe, dass wir Informationen bereitstellen und Aufklärung betreiben. Es gab vor einigen Jahren schon hier in Dresden auch das Motto vom CSD 100% Mensch ohne Wenn und Aber. Dazu gab es einen Kampagnensong, der dann auch aufgeführt wurde und der war dann relativ erfolgreich. Und danach wurde dann auch das Projekt 100% Mensch benannt. Und das Projekt selbst ist dann gestartet, weil wir mehr machen wollten. Also es hat nicht gereicht, nur dieses eine Kampagnenlied zu haben. Da sind dann noch weitere Kampagnensongs gefolgt. Und ja, dann hat sich das immer weiterentwickelt und wir haben jetzt verschiedenste Projekte, an denen wir dann arbeiten. Also ich gehöre selber der Community an, ich bin schwul und ich hatte sehr viel Zeit, mich darüber zu beschweren, dass es rechtlich nicht ganz okay läuft, dass es zu viel Abgrenzung gibt und dass man immer wieder Anfeindungen bekommt. Habe dann aber für mich selber auch entschieden, dass nur rummotzen und jammern nichts bringt, sondern dass man selber was machen muss. Und deswegen engagiere ich mich ehrenamtlich in dem Bereich über viele, viele Jahre schon. Ich bin fast von Anfang an mit dabei. Und es hat über einen längeren Zeitraum auch dafür gesorgt, dass ich jetzt auch im sozialen Bereich arbeite. Am besten kann man sich informieren, wenn man entweder bei den CSDs direkt zu unserem Stand geht oder im Internet auf den gängigen Social-Media-Plattformen findet man uns meistens unter 100mensch oder dem Hashtag 100mensch. Wir haben auch eine Website mit 100mensch.de, wo man weitere Informationen bekommen kann, wo man Informationen über die einzelnen Projekte und das große Projekt im Generellen findet. Zeitraum auf der Traum auf